Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS und hier haben wir die Vorstellung der Avalon B-Reihe. Lang erwartet und heiß ersehnt, ihr habt es euch gewünscht und hier ist es. Die Avalon B-Reihe, quasi die Nachfolger der Avalon und Atlantis-Reihe. Und ich erzähle jetzt erstmal ein bisschen zum Kontext für die Leute, die die letzten 7 Monate nur geschaut haben und nicht davor. Und zwar habe ich eine SFS-Reihe, die heißt Mission Colony. Und darin geht es darum, dass ich eben das Weltraum erkunde, im Grunde das Sonnensystem, und dann eben auf Monden und Planeten Kolonien aufbaue. Bisher habe ich schon eine Kolonie auf dem Mond und eine auf dem Mars. Und ich arbeite momentan noch an einer auf Europa, also dem Jupitermond Europa. Und irgendwann kam das 1.5.3-Update um die Ecke und meine Atlantis-Raketen, also im Grunde die ursprüngliche Raketenfamilie, war im Grunde nutzlos wegen dem Wiedereintritt in die Atmosphäre. Daraufhin habe ich dann eine weitere Familie gebaut, nämlich die Avalon-Reihe. Im Grunde könnte man sie jetzt auch Avalon A bezeichnen, aber das lasse ich jetzt erstmal weg. Jedenfalls hatte die dann auch wieder Probleme, nämlich ein Update später kam es dazu, dass Triebwerke eben Hitze abgegeben haben. Und da ich darunter eben Hitzeschilde hatte, sind die dann eben verbrannt. Daraufhin habe ich erstmal eine sehr, sehr lange Zeit eine Pause gemacht von SFS Colony. Jedenfalls habe ich dann das Planet Edit Tutorial gemacht, was auch ein paar Monate gedauert hat. Ich habe mein eigenes Flagaris-System, also ein eigenes Sonnensystem erstellt. Und jetzt sind wir wieder zurück. Und ja, wie gesagt, eine neue Raketenfamilie, nämlich die Avalon B. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, noch einen neuen Namen auszudenken, weil wir im Grunde Avalon-Raketen nie genutzt haben. Dann kann man auch einfach jetzt die Bezeichnung B davor dahinter setzen und das für die neue Rakete nutzen. Genau, ihr seht hier schon die ganze Familie fein und säuberlich aufgestellt, zusammen mit den Nutzlasten in Form von Treibstofftanks darunter. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch die einzelnen Raketen einmal durch. Und dann erzähle ich was dazu. Und als allererstes haben wir hier die Avalon 1B. Und das ist natürlich der Nachfolger von der Avalon 1 und der Atlantis 1. Und tatsächlich, die Atlantis 1 ist deutlich älter, also der Ursprung der Atlantis 1 ist deutlich älter als sämtliche Raketen, die man hier sehen kann oder auch in der Atlantis-Reihe. Die Sache ist die, ich habe vor wirklich Ewigkeiten, so vor 2 Jahren schon ein SSTO, also Single Stage to Orbit, also eine einzelne Stufe in den Erdorbit gebaut. Und die sah im Grunde genauso aus. Es war eine Rakete mit 3 Frontiertriebwerken und dann eben eine Menge Treibstofftanks. Das konnte dann etwa 20 Tonnen in den Erdorbit bringen, war aber nicht wiederverwendbar, also es konnte nicht auf der Erde gelandet werden. Daraufhin habe ich später die Atlantis 1 geschaffen und damit auch die gesamte Atlantis-Familie. Und seitdem ging das halt dann immer so weiter, bis dann das Update 1.5.3 kam und ich dann eben neue Raketen entwerfen musste. Aber natürlich, die Atlantis 1b lebt hier in der Avalon 1b weiter. Atlantis 1 meinte ich. Die Atlantis 1 lebt in der Avalon 1b weiter, genau. Und ihr seht hier auch schon, da sind Hitzeschilde auf der Oberseite der Rakete. Und das ist so bei dieser neuen Raketenfamilie. Ich werde mit dem Kopf voran quasi in die Erdatmosphäre eintreten und dann eben verlangsamen, bis ich die Triebwerke nutzen kann, um dann eben zu landen. Genau. So viel eigentlich zur Atlantis Avalon 1b. Jetzt komme ich durcheinander mit den ganzen Namen. Das war die Avalon 1b. Dann gehen wir eins weiter zur Avalon 2b. Und zwar könnte man das als große Schwester bezeichnen im Grunde. Sie hat etwas ineffizientere Triebwerke, dafür halt eben bessere, stärkere Triebwerke, mehr Treibstoff und 10 Tonnen mehr Nutzlast. Und das führt dann eben dazu, dass sie 30 Tonnen statt nur 20 Tonnen in den Orbit bringen kann. Und ursprünglich hatte ich bei beiden hiervon verbesserte Versionen, in Anführungszeichen. Vorher die Atlantis 1 hatte knapp 17 Tonnen und die Atlantis 2 hatte, glaube ich, 23, 24 Tonnen an Nutzlast. Ich habe daraufhin verbesserte Versionen gemacht.
die dann eben 20 und 30 Tonnen in den Erdorbit bringen konnten. Aber ich habe es mir jetzt erstmal gespart, die, sagen wir mal, schwächeren Versionen weiterführen zu müssen. Denn die hier sind natürlich perfekt nutzbar. Ob es dann eine Tonne weniger ist, die wir in Orbit bringen, darauf kommt es jetzt nicht an. Gut, dann haben wir die Avalon 3B. Und ihr seht, das sind insgesamt drei, genau wie die Avalon 4B. Und ihr seht, die sind relativ ähnlich. Die haben immer so zwei Treibstofftanks in der ersten Stufe unterschiedlich. Zudem ändert sich hier die gesamte Treibstoffmenge in den Treibstofftanks etwas. Das kann ich natürlich jetzt schwer zeigen, weil die GUI aus ist. Aber glaubt mir einfach mal, also hier ist deutlich weniger Treibstoff drin als hier. Und da ist wiederum weniger Treibstoff als hier. Genau. Ursprünglich, die Atlantis 1 hatte 60 Tonnen an Nutzlast. Und ihr seht, das hier sind deutlich mehr, sind genauer gesagt 80 Tonnen. Und ich habe auch schon früh festgestellt, dass die Atlantis 3 eigentlich vollkommen overpowered ist für 60 Tonnen in Orbit. Daraufhin habe ich dann auch eben verbesserte Versionen gemacht. Und in der Avalon 3 habe ich dann eben es auch geschafft, die 100 Tonnen Nutzlast-Rakete quasi zu machen. Und im Grunde ist das hier unser Arbeitstier gewesen in der Koloniereihe. Denn sie hatte relativ viel Nutzlast, die sie in den Orbit bringen konnte, war aber trotzdem relativ leicht noch damit Manöver durchzuführen. Und daher denke ich mal, dass sie immer noch in dieser Rolle bleibt. Sie hat natürlich mehr Nutzlast, was ein bisschen das dann schwieriger machen könnte, wenn wir geringere Nutzlasten haben. Dann wären wir wahrscheinlich hier auf die Avalon 6B zurückgreifen, ganz rechts. Aber an sich ist das immer noch eine sehr, sehr tolle Rakete. Und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ich weiß nicht, ob man es genau sehen kann, aber die Rakete ist tatsächlich nur 10 Felder breit statt 12. Das war einfach so, ja, im Grunde eine Designentscheidung, die ich dann getroffen habe. Es hat keinen wirklichen Vorteil dadurch gegeben oder so. Dadurch gibt es allerdings hier in dem Separator nur zwei Frontiertriebwerke in der zweiten Stufe. Dadurch hat es halt weniger Schub, allerdings auch weniger Masse. Genau, davon habe ich dann drei Versionen. Einmal natürlich die 80-Tonnen-Version, wie eben schon angesprochen. Dann haben wir nochmal die 90-Tonnen-Version und die 100-Tonnen-Version. Und die haben auch keine wirklich unterschiedlichen Namen. Man unterscheidet sie im Grunde nur an der Nutzlast, die sie dann in Orbit bringen können. Dann haben wir drei weitere Raketen, nämlich die Avalon 4B. Und im Grunde sieht sie grundlegend anders aus zur Atlantis 4, denn die Atlantis 4 bestand im Grunde nur aus 12 Tonnen, 12 breiten Treibstofftanks und dann waren die Triebwerke etwas versetzt. Das ist allerdings nicht mehr möglich, weil die Textur seitdem etwas verändert wurde, wodurch man theoretisch klippen müsste. Und im Grunde bin ich kein großer Fan davon. Also für Ästhetik finde ich, ist Clipping ganz in Ordnung. Aber wenn man dann 1000 Treibstofftanks auf denselben Platz zusammenquetscht, dann ist das schon ein bisschen Cheating, finde ich. Ist meine persönliche Meinung. Und ja, daher habe ich das ein bisschen umgebaut. Die ist jetzt ein bisschen kürzer geworden, ein bisschen breiter geworden, damit eben drei von diesen Titantriebwerken nebeneinander passen. Und tatsächlich hatte ich mal Pläne dafür, die bis zu 180 Tonnen Nutzlast hochzutreiben. Das ist hier leider nicht mehr möglich, aus Gründen, die ich selber nicht ganz verstehen kann. Dafür sind das eben jetzt hier einmal 130 Tonnen, 140 Tonnen und 150 Tonnen Nutzlast geworden. Und ihr seht, das sind auch immer so 10 Tonnen Abstand auch hier und hier. Ich will das nicht zu dicht aneinander machen, sonst macht es im Grunde keinen Sinn. Daher immer so in Zehnerschritten. Und äußerlich sehen die drei Raketen natürlich vollkommen gleich aus. Also ihr könnt wirklich keine Unterschiede erkennen. Aber tatsächlich, wie bei der Avalon 3B, sind hier wieder Unterschiede im Treibstoff. Beispielsweise die beiden hier sind komplett voll und die beiden hier links sind fast zur Hälfte leer. Also da ist schon ein Unterschied im Treibstoff. Ja, so viel zur Avalon 4B. Und wir überspringen einfach die Avalon 5B. Das war designmäßig eine Katastrophe, könnte man sagen. Viel zu wenig Effizienz, könnte man sagen. Viel zu viel Treibstoffverbrauch.
Die Rakete konnte nicht landen. Es gab viel zu viele Probleme. Daher überspringen wir das einfach. Es gab auch keine Avalon-Version davon und daher relativ unnötig. Die hatte auch nur eine Nutzlast von 100 Tonnen und die Avalon 3B kann das jetzt auch inzwischen. Also ist relativ unnötig, da eine neue Rakete dafür zu bauen. Stattdessen haben wir jetzt hier die Avalon 6B und das war im Grunde die letzte Rakete, die ich in der Atlantis-Reihe dann konzipiert habe, mit einem einzelnen Titantriebwerk in der ersten Stufe und einem einzelnen Frontiertriebwerk in der zweiten. Die Rakete an sich ist 6 Felder breit und auch relativ hoch, ist etwa, ja, sagen wir mal, die zweit- oder dritthöchste Rakete, die es jetzt gibt. Und ähnelt an sich dem Aufbau einer Falcon 9, natürlich mit 1000-mal mehr Nutzlast in den Orbit, genau gesagt hier die 40 Tonnen. Und ja, da habe ich nicht wirklich viel dazu zu sagen, außer es war halt die letzte Rakete, die ich dann gebaut habe. Und an sich gefällt mir die Rakete schon sehr. Stimmt, noch eine Sache. Ursprünglich, also in der Atlantis-Reihe, konnte ich das bis zu 50 Tonnen bringen, also die maximale Nutzlast. Das war hier leider nicht mehr möglich, weil wir halt sehr viele extra Masse hatten, vor allem hier wegen dem Hitzeschild, wegen mehreren Separatoren, die hier immer übereinander gestapelt werden. Und das hat die gesamte Nutzlast dann eben weit nach unten gebracht. Ich kann es auch leider nicht weiter verändern. Ich werde auch keine weitere Version davon bauen, weil im Grunde haben wir hier ja die 30-Tonnen-Variante von der Avalon 2B. Und wie gesagt, 50 Tonnen sind hier leider nicht mehr möglich. Daher ja, wird es das nicht geben. Vielleicht konzipiere ich noch weitere Raketen, aber das wäre dann ein extra Video wert. Ich werde über die Raketen, zumindest über die einzelnen Versionen, dann Videos machen, wo ich euch zeige, wie man die baut, wie man sie fliegt, wie man sie landet. Mit den Bauplänen dafür. Ich werde einfach dann unter den jeweiligen Videos einen Link zu den verschiedenen Raketen dann reinpacken. Dann könnt ihr es euch runterladen und verwenden. Und ja, im Grunde war es das jetzt. Oder doch, ich habe noch eine Sache. Ihr seht ja hier, dass die Treibstofftanks so sehr stark gestückelt sind. So sieht es vielleicht nicht so schön aus, aber mir ist tatsächlich aufgefallen, dass wenn man große Treibstofftanks verwendet und dann wieder eintritt in die Atmosphäre, dann sieht das halt sehr hässlich aus. Wenn man das in kleinere Stücke teilt, dann sieht das deutlich besser aus. Also die Verfärbung, die Verbrühung, Verbrennung quasi, ist deutlich homogener. Also es sieht deutlich besser dann aus. Daher habe ich das so gemacht mit einzelnen Stücken an Treibstofftanks. Ja, und das war es dann im Grunde auch. Also ich habe jetzt wirklich nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst mal ein Like da. Stimmt unbedingt ab, was in der nächsten Woche für ein Video kommen soll. Und ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.